Ich lese Einführung, EUR leicht gemacht, die Einnahmenüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage aus dem Ewald von Kleist Verlag. Steht auch hier auf dem Buchrücken. Und so sieht das Buch aus. Und ich bin angekommen in Lektion 20 beim Fall 96. Was bedeutet das nun konkret? Es geht um die abgeleitete Buchführungspflicht. Zum 31.12. des Mitteilungsjahres muss er ein letztes Mal eine Einnahmeüberschussrechnung aufstellen und zum 1.1. des Folgejahres eine Eröffnungsbilanz. Denn die Gewinnermittlung erfolgt ja dann nach Betriebsvermögensvergleich. Ist klar. In dieser Eröffnungsbilanz sind alle Vermögenswerte aufzunehmen, die sich steuerlich noch nicht ausgewirkt haben, wie zum Beispiel Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten. Das Anlagevermögen wird weiterhin in einem Bestandsverzeichnis dargestellt und abgeschrieben. Das Umlaufvermögen muss eingebucht werden. Umlaufvermögen ist das dem Betrieb kurzfristig dienende Vermögen, in erster Linie der Warenbestand. Der Warenbestand muss zum Jahresende durch eine Inventur ermittelt werden. Die Inventur ist eine wertmäßige Erfassung, in Klammern in der Regel einzelne Warengruppen zählen und mit dem ursprünglichen Einkaufspreis multiplizieren, Klammer zu. Ebenso ist eine Kasse zu führen und sind die betrieblichen Bankkonten zu buchen. So, es geht weiter mit Fall 97, die Eröffnungsbilanz. Tschüss.